Ja, Vater, ich bin da. Ich glaube, es geht nicht mehr lang. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das endlich sagen kann. Ich habe nach der Sprengung etwas gefunden, was ich bis heute bereue, dass ich das mit heimgenommen habe. Vater, das Geschichtl hast du mir jetzt schon 1000 Mal erzählt. Das ist nicht lustig. Das ist mein Ernst. Stimmen habe ich gehört. Albträume habe ich gekriegt. Ich bin lappert worden und dann habe ich es einfach in die Kisten eingesperrt. Was für Kisten? Was hast du da eingesperrt? Von was redest denn du? Ja, und du glaubst mir's auch nicht. Da, schau mal, unterm Bett hol sie raus. Was ist denn das für Kisten? Was ist denn da drin? Halt! Lass dich zu! Und versprich mir eins, versteck die Kisten und pass ganz gut auf, dass die ja keiner aufmacht. Und nicht einmal du. Ja, wieso versprich denn? Was ist denn da drin? Da ist es. Wer ist da? Vater! Vater, nicht einmal richtig verabschieden an ihm können. Alles nur wegen der depperten Kiste. Boah! Was ist denn das? Scheiße. Ich hab dem Vater versprochen, dass es in ihr Auto. Was? War das eine Stimme? Was ist denn das? Das ist das, was sein Vater so wahnsinnig gemacht hat? Ich muss da reinschauen. Komm her zu mir, hilf mir, rett mich. Wer redet denn da? Wer bist denn du? Was für ein Amulett? Mach Martinsbühl. Komm zu mir nach Martinsbühl. Matzach, kein Wunder, dass ihm das keiner geglaubt hat. Aber warum hat er es nicht einfach weggeschmissen? Und vor allem, was mache ich jetzt mit der Kiste? Was zur Hölle meint sie mit Martinsbühl? Ich muss da hin, ich muss wissen, was da los ist. Sei gegrüßt, Bruder. Was führt dich zu so einer späten Stunde in unser bescheidenes Kloster? Bitte, du musst mir helfen. Ich höre die ganze Zeit Stimmen von so einem kleinen Mädel. Die ruft um Hilfe. Ich muss dir helfen. Da ist die ganze Zeit so ein depperter Spielo im Hintergrund. Der macht mich ganz narrisch. Langsam. Beruhig dich erst einmal. Was ist denn los? Was für ein Spielwurm? Was geht's denn? Warte, ich zeig's dir. Da, schau rein in die Kisten. Leg an mit dem Zeug! Das haben wir eben probiert, da wegzuheben von dem Wald. Und jetzt kommst du daher! Was für ein Wald? Nein, nix Wald! Verschwind mit deinem Zeug! Hey, hallo! Kannst du mich doch nicht einfach so stehen lassen? Was für ein Wald? Hey, hilf mir! Hilf mir! Komm zu mir in den Wald! Rette mich aus dem Wald! Ja, aber welcher Wald? Ist das der Wald? Bist du da drin? Was soll ich machen? Komm her.
das täuscht ihn dir da immer her. Komm raus! Halt! Bleib stehen! Geh doch nicht rein in den Wald! Du bringst dir selber um! Lass mich, ich muss dir nicht helfen! Nein! Du musst gar keinen helfen! Bleib draußen! Herrgott, hilf uns! Jetzt ist alles zu spät. Jetzt hat sie das Amulett und bald wird sie ihn holen. Hilf uns.
Hol ihn! Du musst ihn holen! Ihr wagt es, uns so viele Jahre gefangen zu halten. Aber jetzt werdet ihr unsere Macht spüren. Warum sehe ich noch so viele Menschen unter uns? Aber Herr, wir sind zu wenige, um sie zu beherrschen. Dann verbannt die Sterblichen in die Hölle. Und holt mir den Rest. Gefangenschaft werden wir jetzt die Sterblichen beherrschen. Und jetzt hören sie alle euch.
blitzlicht und ja, zu fleischen und dann kommt schon die Galerie auf. Nein, sie ist eh so fein warm im Bett. Mein Vater stimmt, er geht um mich. Dann überlegt er, dann kommen wir wieder zum Mönch. Der Mönch schicht ihn weg. Holzen in Aussaal, das ist ein Scherz. Da brauchen wir einen Brunnen, der was 80 Grad hat, mein Tag. Nein, ich heule.